Salut, ich bin Maite und wir lernen heute l'emploi du Subjonctif, den Gebrauch des Subjonctifs. Diesmal Proposition relative, Relativsätze. Nach dem Video kennst du die drei gebräuchlichsten Anwendungen des Subjonctifs in Relativsätzen. Zum einen, wie man geforderte Eigenschaften mit Relativsätzen und dem Subjonctif ausdrückt. Dann Superlative und zu guter Letzt verneinte oder negative Ausdrücke, sogenannte Negationen. Pour pouvoir suivre le cours, um dem Video richtig folgen zu können, solltest du folgendes Vorwissen mitbringen. Tu devrais déjà savoir comment former le subjonctif des verbes réguliers et irréguliers. Wie bildet man den Subjonctif von regelmäßigen und unregelmäßigen Verben? D'autres emplois du Subjonctif? Andere Verwendungen des Subjonctifs? Et ce que sont des propositions relatives? Und was Relativsätze sind? Eine kurze Erinnerung vorab. Relativsätze. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.